Das sieht gut aus. Und jetzt machen wir es. 10, 9, 8, 7, 6, 5 und weiter geht's im nächsten Part. Nein, Spaß. 4, 3, 2. Andererseits, bin ich Arschloch? Bin ich ein Miesling? Bin ich fies? Ich bin fies. Ich bin jetzt richtig gemein. Ich bin jetzt mal so richtig gemein. Nein, ich zeig euch das im nächsten Part. Oh, Leute. Da war doch etwas. Da war doch etwas. Oh Mann, da war noch Husten. Okay, das wäre erledigt. Was käme als nächstes? Trinken. Wasser. Nicht zu vergessen. Ah, herrlich. Und dann Wasser. 3, 2, 1, go! Und jetzt haben wir sie ausgelöst. Eine Kettenreaktion, die nun in kürzer Würze dazu führt, dass, ich beschleunige die Kettenreaktion jetzt mal eben hier, gleich das ganze Ding hier mit Wasser geflutet wird. So, das geht jetzt gleich ganz schnell, liebe Leute. Außer ich habe einen Denkfehler gemacht. Ich glaube, ich habe einen Denkfehler gemacht. Ich muss mal ganz kurz machen. Ich muss mal kurz Z-Block, Typ, Glas machen. Auch dieses Glas kaputt machen. Denn die beiden müssen sich da unten berühren. Die Ecke und das muss ich berühren. Und jetzt passiert das. Ja, Baby. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das... Guck, das hat sich doch gelohnt, oder? Das ist ein geiler Screenshot. Komm, geh mal weg. Gib mal Screenshot. Weg da, Nachricht, weg. Weg, du Nachricht. Nachricht, weg. Ja, jetzt habe ich den Screenshot verkackt. Entschuldigung, habe ich nicht gesagt. So, wie dem auch sei, ihr seht, jetzt passiert das, was ich vorhin sagte. Es muss nur ein Steinchen angestoßen werden und mit einer Kettenreaktion füllt sich nun diese gesamte Geschichte hier mit Wasser. Da kommt der Computer sogar nicht mal hinterher. Diese Flächen werden sich gleich füllen, also rückwirkend füllen. Das ist natürlich ganz raffiniert in Minecraft gelöst. So, jetzt füllen sie sich rückwirkend. Und innerhalb von kürzester Zeit ist das ganze Boot voller Wasser. Das heißt, das Boot ist im Wasser drin. Ah, Wasser generieren in Minecraft. Wenn es doch in Real Life so leicht wäre, Wasser zu generieren. Ne? Man stupft nur einen Block Wasser an und schon hat man unendlich viel Wasser. Das ist sehr utopisch gedacht. So.